Mal gucken, ob die Nachbarin auf Etage 7 heute am Start ist. Oh ne, sie ist wahrscheinlich nur arbeiten und nicht da. Wo ist denn die Hübsche auf Etage 3? Duscht sie sich wieder? Oh ne, der Duschvorhang ist zu, Mist. Dann gucke ich mir mal, wen gucke ich mir denn jetzt an? Oh, die sieht aber hübsch aus von innen. Oh, das ist ein Mann. Oh, scheiße, schnell weg. Oh, Mist. Schnell, oh, schnell verlassen hier. Oh, Mist. Nicht, dass sie mich sieht. Ich muss mich hier verstecken hinter der Mauer. Sieht sie mich noch? Ich hoffe mal nicht. Oh, ich wollte winken. Ich wollte eigentlich winken. Oh, wenn sie mich sieht, dann winke ich immer. Das ist unser Erkennungszeichen. Oh Mann. Jetzt geht's auch schon los und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge GTA Online. Ich habe nämlich schon wieder einmal einen Job gestartet, ein Rennen, wo ich gerade unten rechts sehen konnte, irgendwie 12 von 16 Leuten. Da bin ich gleich mal gespannt, was ist denn das für ein Rennen überhaupt? Ah, oh, kann da oben, du hast Einladung, bitte verlasse die Sitzung, verschwinden. Das Rollfeld überrollen, okay. Ach, wir können alle nur dieselben Autos nehmen. Dann nehme ich mal Silber. Okay, ich bin bereit. So bereit war ich noch nie. Alles klar, let's go. Gerade noch zu Hause und jetzt schon auf der Rennstrecke. Auf dem Rollfeld sind wir. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal gespielt habe, diese Bahn. Ja, wenn das so ein Rundkurs ist, dann kenne ich die Bahn, glaube ich. Ah, ne, doch nicht. Das ist ein anderes Rollfeld. Boah, mega, wie viele Autos hier sind, ey. 12 Stück, glaube ich. So, Blitzstart. Oh, boah, die habe ich mal, glaube ich, vor Urzeiten gespielt. Ganz am Anfang, wo ich mir das Spiel mal geholt habe. Ach du Scheiße. Auch noch nachts hier. Zieht euch. Ach du heiliger Bimba, wo geht's denn jetzt lang? Oh, wenn der Wagen ausbricht, hat man ja fast keine Chance. Oh, ich muss die Mucke ausstellen unbedingt. Ist aus? Ja, perfekt. Der Wagen bricht so übelst aus. So, den brauchen wir nur einmal anschieben. Dann ist er schon, ja, außer Kontrolle. So will ich das mal nennen. Wow, hier geht's ab, ey. Wie viele. Ich weiß gar nicht. Nein, wo muss ich denn hin? Ach, hier lang. Vierter von 12. Naja, es wird sich am Ende nur ändern. Am Ende sind wir Zehnter von 12. Passt mal auf. Ich weiß nur, dass man hier in den Kurven gut aufpassen muss, meine ich. So war das damals. Wenn man zu viel Gas in den Kurven gibt, dann fliegt man hier locker aus der Kurve und der Wagen dreht sich und dreht sich. Wie in so einem Karussell hier. Da muss man, glaube ich, ein bisschen aufpassen, wenn das so war. Ja, genau so war das. Es kommt eine steilere Kurve, meine ich. Dreh dich, du alte Kiste hier. So, so ein Oldtimer oder sowas ist das. Konnte ich jetzt gar nicht so schnell aufschnappen, was ich hier für ein Auto ausgewählt habe. Es ging ja ein bisschen, also ging ja recht zügig. Oh, vorm Flugzeug, vorm Flugzeug. Boah, knappes Ding. Meine Güte, fast wäre man mit dem Heck gegen das Flugzeug geknallt. So, und dann hätten wir einen Drehwurm gehabt. Vierter von 12. Oh, wo sind denn die anderen da? Die haben aber schon gut Vorsprung, muss ich sagen. Also, die fahren die Bahn nicht zum ersten Mal. Das sieht mein gekonntes Auge, mein geschultes Auge hier. So. Ey, was machst du denn da? Wow. Gut, dass ich gegen die Kiste geknallt bin und wieder in die richtige Richtung war. Hat der mich auf einmal erschrocken? Ich habe den gar nicht gesehen. Wo kam der denn her? Ist ja mein Windschatten wahrscheinlich gefahren, ne? Das geht ja mal nicht hier. Ganz schön frech hier. Hab ich gar nicht auf der Map den auf dem Schirm so gehabt. Boah, Alter, was ein Wendekreis, ey. Ja, natürlich kann ich bremsen, aber dann verliert er so viel an Geschwindigkeit. Oh, letzte Runde schon. Komm, den holen wir uns nochmal. Also Vierter will ich jetzt auch werden. Das waren wir jetzt so lange. Da habe ich mich jetzt schon dran gewöhnt. Oh. Komm schon. Komm, so weit vorne ist er jetzt gar nicht. Oh, nein! Komm schon wieder der nächste um die Ecke. Boah, was ist der denn gegen gebasht? Oh, geh weg hier. Alter, komm schnell hier durch, komm schnell hier durch. Poh, knappe Geschichte, dass wir neu hier durchgekommen sind. Ich dachte, wir bleiben jetzt am Zaun hängen. Was macht er denn da? Picknick? Picknick! Wow, falsche Richtung. Ja, danke schön. Da schiebt er mich nochmal weiter. Fünfter von 11 sind wir immer noch. Aber der hängt mir richtig am Arsch hinten. Der küsst schon meine Stoßstange, glaube ich. Wow. Komm, jetzt die Megakurve hinkriegen. So.
Komm schon, wir fahren eher durch Ziel als er. Fünfter, Fünfter. Ja. Wir haben es geschafft, wir sind Fünfter. Knappe Geschichte. Knappe Geschichte. Oh mein Gott. Ja, ist echt eine Bahn hier, ey. Zu viel Gas hat man schon verloren, wenn man zu viel Gas gibt. So, die letzten paar noch, die noch durchs Ziel fahren. Oh mein Gott, aber mit so viel macht das immer Spaß, ey. Vor allem, da passieren immer viele Crash. Was macht er denn jetzt? Dreht er sich hier? Macht noch einen Burnout? Du bist Fünfter von 11, okay. Ich sag dir mal, die goldene Mitte oder so ungefähr die Mitte, das ist immer ganz gut. Also für mich, für meine Ansprüche. Natürlich gut oder super gut ist natürlich Erster. Aber bei 12 Leuten, meine Güte, ist halt nicht so einfach, bis ans vordere Feld zu fahren. Vor allen Dingen, wenn man die Bahn ewig nicht mehr gespielt hat oder noch nie gespielt hat. Ah, wir haben ja sogar ein 246er Level unter uns gelassen. Naja, doch sind eigentlich recht hohe Level dabei, muss ich sagen. War auch eine ganz gute Bahn, gefällt mir. So, gebe ich mal einen Daumen hoch. Wenn euch das Rennen oder überhaupt das Format hier GTA Online bei mir wenn euch das gefällt, lasst einen Daumen da, das will ich einfach damit sagen. Ja, dann Leute, sehen wir uns in der nächsten Folge bei einer kleinen Folge, denke ich mal, nächste Mal. Im Moment spiele ich öfter diese kleinen Folgen von GTA Online. So, jetzt labere ich auch nicht mehr. Ich sage einfach ciao und ich bin raus. Bis dahin, tschüss.